Hallo, der erste Tag ist rum, die Anreise ist geschafft. Ich bin in Oviedo, das war eine ganz schön krasse Reise. Von Berlin nach Madrid, von Madrid nach Oviedo, dann nochmal mit dem Bus eine Dreiviertelstunde vom Flughafen Oviedo hier in die Stadt. Und jetzt ist hier auch noch auf dem Sonntag, wir haben heute den 22.09.2019. Ein Stadtfest, das Stadtfest von Oviedo. Das war 2 Wochen lang, hat man mir gesagt, und heute ist der letzte Tag. Und hier ist auch noch ordentlich was los. Die ganze Stadt ist voller Menschen. Das ist ganz schön, aber ich brauchte erstmal so ein bisschen Ruhe. Bin jetzt angekommen, fühle mich jetzt schon ein bisschen besser. Und morgen geht's los, morgen früh. Ich bin schon sehr gespannt. Genau, Oviedo nach Grado. Scheint eine gute Einsteigeretappe zu sein, ist mit 6 bis 7 Stunden angegeben, 25 Kilometer, also schon nicht ohne, aber ich glaube, für den Anstieg sollte das ganz okay sein. Morgen steht der erste anstrengende Tag an, obwohl eigentlich heute schon anstrengend war. Ich bin froh, ich bin happy, dass ich hier bin, aber andererseits natürlich auch so ein bisschen angespannt und voller Vorfreude auf den morgigen Tag. So, guten Morgen, wir haben den 23. September 2019. Ich bin jetzt schon unterwegs eine gute Stunde. Habe mich jetzt aus Oviedo so ein bisschen rausmanövriert, rausgekämpft. Bin gerade durch den Park Camino de Santiago gelaufen, den sie hier angelegt haben. Alles sehr schön. Die Stadt ist wirklich toll. Größer als ich dachte. Und das Rauskommen war ein bisschen anstrengend. Heute Morgen ist es relativ angenehm, 14 bis 16 Grad. Es hat nachts scheinbar geregnet, der Boden ist nass. Aktuell regnet es aber nicht. Ich bin guter Dinge, ich bin motiviert. Ich bin jetzt, wie gesagt, aus Oviedo raus. Komme jetzt so ein bisschen in ein ländlicheres Gebiet. Und ich habe auch gut geschlafen. Das Hotel war ganz cool. Frühstück war nicht gut, aber das war zu erwarten. Das nächste Mal hole ich mir irgendwo unterwegs was. Und erste Etappe geht nach Grado. 25 Kilometer. Ich glaube, das wird echt gut. Wetter sieht aus, als ob es aufklart. Und es fühlt sich noch nicht ganz so an wie beim letzten Mal. Aber ich glaube, das kommt mit der Zeit. Und ich freue mich. So, ich bin gerade auf dem finalen Drittel von meinem Weg heute, vom ersten Tag nach Grado. Landschaftlich ist es ganz schön, wirklich sehr, sehr nett. Es ist ein bisschen Straße dabei, hier sieht man schon wieder, vielleicht 20% oder so Straße. Es geht aber eigentlich. Und die Markierung ist wirklich sehr, sehr gut. Man kann sich, wenn man ein bisschen aufpasst, de facto nicht verlaufen. Von daher bin ich da sehr zufrieden. Und ich habe auch hier schon ein paar Mitpilger gesehen. Ungefähr ein halbes Dutzend oder so. Also schon einige unterwegs. Aber das verteilt sich extrem gut. Dadurch, dass es hier immer wieder so An- und Abstiege gibt, ist es so, dass man da auch wieder immer wieder zusammengedrückt wird, beziehungsweise auseinandergezogen wird. Und das ist alles sehr gut. Gefällt mir wunderbar. Bisher. Das Wetter ist extrem gut zum Wandern, zum Pilgern. Vielleicht jetzt so gegen Mittag, wir haben es jetzt kurz vor 12, vielleicht so knapp unter 20 Grad. Hat vorhin ein bisschen genieselt, aber auch wieder aufgehört. Also kein Regen, Gott sei Dank, toi toi toi. Und es sieht alles super aus.
So, ich bin jetzt raus aus Grado. Hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Und bin jetzt zwischen ein bisschen Bauernhöfen und Feldern auf dem Weg raus. Es ist sehr schön heute, die Sonne ist rausgekommen. Immer so ein bisschen abwechselnd mit Wolken, aber das ist, glaube ich, hier ganz normal. Temperatur ist sehr gut. Ich kann hier mit kurzer Hose und T-Shirt laufen. Ich habe gerade nochmal den Stefan und den Christian hier getroffen, die ich gestern Abend kennengelernt habe in der Unterkunft, beziehungsweise heute früh beim Frühstück kennengelernt habe. Die sind beide sehr nett. Und die sind jetzt ein Stück hinter mir, die haben kurz Pause gemacht. Und ja, es fühlt sich an, als ob es ein sehr guter Tag wird. Es könnte noch mal regnen, aber ich glaube fast nicht. Und ich bin am Schauen und überlegen, ob ich es heute bis Salast schaffe. Das ist die kürzere Variante. Oder noch ein Stück weiter bis nach, das heißt La Spina oder sowas. Genau. Und hier, mal kurz, sind die Kühe unterwegs und die kleinen Kälber sind auch dabei. Hallo. Genau. So. Und weiter geht's. Bis später. So, Leute, der höchste Punkt ist erreicht hier. Ich habe es geschafft. Hier hinten, Hintergrund, ist eine Herberge. Ich zeige die mal ganz kurz hier. Die befindet sich hier oben. Wenn man hier noch ein Stück nach oben läuft, garantiert eine geile Lage mit einer tollen Aussicht. Allerdings natürlich nicht viel drumherum. Aber das ist natürlich viel zu früh für mich heute. Und hier geht's runter. Weiter zum Camino Primitivo und von hier hinten bin ich gerade hochgekommen. Also der Anstieg war nicht ganz ohne, aber natürlich zu schaffen. Und in der Tat hat es auch jetzt angefangen ein bisschen zu regnen, ein bisschen zu nieseln. Ich habe mir sicherheitshalber hier hinten meinen Regenschutz auf den Rucksack gepackt. Und der Weg ist jetzt ein bisschen feucht, aber auf keinen Fall irgendwie gefährlich. Kriegt man alles gut hin. Und jetzt geht's runter. Schon mal gut, jetzt kann ich ein bisschen mehr die Landschaft genießen. Die ist wirklich total schön. Ich zeige das nochmal ganz kurz hier. Wow, richtig cool. Und so sieht's gerade aus. Ich würde sagen, so ein Drittel habe ich geschafft. Ein Viertel bis ein Drittel. Und jetzt geht's langsam weiter. Buen Camino. Und das kennt man auch schon, oder kenne ich schon, vom Küstenweg vom Camino del Norte, die berühmten Autobahnüberquerungen. Auch hier wieder der Fall. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Mega. Genau, jetzt geht's hier über so eine Brücke rüber. Und unter mir ist die Autobahn. Ist natürlich jetzt nicht so geil, aber ist ja nur kurz und ist man auch wieder weg von der Autobahn. Aber dafür entschädigt das Wetter mit Sonne pur. Nach diesen kleinen Nieselregeln Intermezzo umso besser. Richtig schön. Und jetzt weg von dieser Autobahn. Weg. Ich bin jetzt gerade raus aus meinem eine Zwischenstation für heute aus dem Ort namens Cornellana. Der liegt ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte von der heutigen Etappe und war da in einer kleinen Bar Casino, die zu empfehlen, hatte dort einen guten Kaffee und ein Croissant, eine kleine Stärkung, um jetzt die letzten 11 Kilometer anzugehen. Nach Salas. Und hier geht's nochmal gut steil nach oben. Ich hoffe, dass die letzten 11 Kilometer nicht mehr allzu anstrengend werden. Ich zeige hier nochmal nach vorne, wie es hier aussieht. Straße. Heute allgemein leider viel Straße. Viel mehr als ich dachte. Und ich hoffe, das ändert sich nochmal in den nächsten Tagen. Da soll es ja nochmal ein bisschen mehr ins ländliche gehen. Hier drüben ist auch schon ganz schön bergig und so weiter. Von daher denke ich, das wird nochmal ein bisschen besser werden. Ansonsten, Stimmung gut.
Beine tun langsam ein bisschen weh, aber alles im grünen Bereich. Und ich denke, in spätestens 2 bis 2,5 Stunden sollte ich mein Ziel für heute erreicht haben. Dann entscheide ich auch, ob ich noch weitergehe oder nicht. Momentan würde ich sagen, ich bleibe in Salas. Das hört sich für mich als die beste Entscheidung an. Good morning in the morning. Ich wollte noch ein Fazit vom zweiten Tag geben. Von der Tour gerade noch Salas. Es war ein sehr, sehr schöner Tag, ein sehr abwechslungsreicher Tag. Aber auch ein Tag, der sich unfassbar lange angefühlt hat. Ich weiß gar nicht warum. Aber da hat sich wirklich gezogen. Ich habe auch ewig gebraucht. Aber er war eigentlich von der Kilometerzahl gar nicht so viel, wie es eigentlich sich angefühlt hat. Es war nur ja vielleicht 25 knapp Kilometer laut Plan, aber es hat sich wie 30 angefühlt, locker. Naja, anyway, die Stadt Salas ist sehr schön, das Dorf. Kann ich nur empfehlen, dort zu bleiben. Es gibt unfassbar viele schöne Herbergen. Ich bin gerade am Ortsausgang nochmal an einer vorbeigekommen. Die war richtig, richtig modern, ganz schön. Casa irgendwie was. Also da gibt es wirklich eine Menge zu sehen. Und ja, also von daher Tag 2 war gut. Ich spüre so langsam, dass es natürlich schon körperlich anstrengend ist. Der Körper muss sich erstmal gewöhnen an das viele Laufen und das Gewicht am Rücken. Vor allem der Rücken ist natürlich am Anfang immer so ein bisschen das Problem, gar nicht so die Beine. Aber ja, Tag 2 war sehr schön. Und ja, jetzt geht's gerade in Tag 3. Wie ihr seht, ich muss noch mal ein bisschen mit hier Handylicht arbeiten, weil es ist noch richtig dunkel. Und ich zeige mal kurz nach vorne. Ja, das ist noch gut düster hier im Wald. Es geht jetzt den Aufstieg nach La Espina hoch. Der soll auch richtig knackig sein. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall später nochmal mit Tag Nummer 3. Und hier gibt es schon die erste Wasserversorgungsstelle. Cool. Ich habe jetzt die erste Aufstiegssektion geschafft. Und ganz überraschenderweise kommt man dann nach einem richtig steilen Aufstieg plötzlich an eine Straße, eine Landstraße. Und ja, der Weg geht jetzt hier an der Straße entlang. Und ja, mal gucken, wie lange das so geht. Gott sei Dank scheint das nicht so viel befahren zu sein. Wobei, hier kommt direkt einer. Und na, ich schätze mal, das ist nur eine kurze Strecke, aber bisher war das richtig schön. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Leute, also ehrlich, ich verstehe nicht, der Roter Pilgerführer hat hier diese Strecke von Salas nach La Espina noch an die zweite Etappe dran gebaut, also inklusive sozusagen, dass man diese 8 oder 9 Kilometer noch mal am Ende vom zweiten Tag machen sollte, finde ich völligen Schwachsinn. Das ist wirklich relativ anstrengend. Aber perfekt für die Morgenstunden, so von zwischen, keine Ahnung, wann ihr losgeht, 7 und 10 oder so. Für die Zeit ist das perfekt, weil ihr dann noch voller Energie seid und das Wetter noch kühl und angenehm. Aber das nochmal an den zweiten Tag dran zu hängen, halte ich für kompletten Blödsinn aus meiner Sicht. Gerade wenn man gerade frisch gestartet ist, ist das wirklich eine ganz schöne Tortur. Also mein Tipp, macht das als Teil der Etappe 3, hetzt euch nicht und es bringt überhaupt gar nichts an Tag 2 nochmal hier diese 9 Kilometer runterzuschrubben, meine Meinung. Also Leute, auf jeden Fall eine große Empfehlung,
für den Camino Primitivo nicht nur mit Trailrunnern unterwegs sein, weil hier ist es echt so mega schlammig und glitschig. Und wenn man hier nur mit so ein bisschen geländetauglichen Turnschuhen unterwegs ist, dann ist das irgendwie uncool, weil man komplett in den Mist hier einsinkt. Ich habe selbst mit meinen halbhohen Wanderschuhen irgendwie ein bisschen Probleme. Hier sind echt ständig Stellen, die echt nass, morastig und glitschig sind. Man kommt auch links und rechts, da der Weg hier so steil hoch geht, auch nicht vorbei. Also ein paar gescheite Wanderschuhe sind hier auf jeden Fall angesagt. Ich bin jetzt auf dem Endspurt Richtung Pineo. Der Weg ist jetzt wieder ein bisschen besser geworden vom Zustand her. Also ich musste wirklich durch ein paar ganz schöne tiefe Schlammpfützen durch. Aber jetzt ist besser. Sieht alles soweit gut aus. Ich drehe mal hier rum, damit ihr das mal so seht. So. Also ein schöner Weg zwischen Feldern, Kuhwiesen. Ab und zu geht's durch Wald. Sehr schön, sehr abwechslungsreich. Gute Fernsicht. Ein bisschen windig heute. Also Wind und Schlamm. Das sind heute so die Herausforderungen, die ich auf dem Weg habe. Genau, und hier kommen schon wieder direkt ein paar Kühe. Also sehr landwirtschaftlich geprägt hier. Aber ja, schön. Und jetzt kommt es hier wieder, bin ich hier anscheinend schon in der Zivilisation wieder angelangt. Weil der Weg geht es hier rechts rum. Und ja, ich bin gespannt auf Tineo. Ja, ich denke, ich mache dort das Ende, auch wenn es noch relativ früh ist. Wir haben es erst mittags um 12, also erst 4 Stunden sozusagen rum. Ich schätze mal, in spätestens einer Stunde bin ich da. Aber die nächste Möglichkeit dann auch zu stoppen ist dann, glaube ich, nochmal über 10 Kilometer weiter weg. Und das möchte ich heute nicht mehr machen. Aber mal schauen. Auf jeden Fall jetzt wieder versöhnlicher der Weg. Es macht Spaß. Nicht viele Leute unterwegs heute. Ich habe eine Handvoll anderer Pilger gesehen, aber auch nicht wirklich viele. Vor mir eigentlich gar keinen. Ich habe ein paar überholt. Also nicht viel los zur Zeit. Mal schauen, wie es in Tineo wird, ob ich da ein paar treffe. Aber es sieht eher mau aus. Heute geht es jetzt weiter. Und zwar habe ich mich entschieden, die Hospitalis-Route nicht zu machen. Nicht wegen dem Wetter und auch nicht, weil ich es mir nicht zutraue, sondern weil ich einfach Bock habe, diesen neuen offiziellen Weg zu gehen. Und deswegen gehe ich heute nach, bin mir nicht ganz sicher, wie es heißt, Pola de Alande. Das ist heute mein Ziel. Und boah, jetzt ganz schön dunkel hier. So, das ist heute mein Ziel. Und ich bin gerade gestartet, bin jetzt quasi raus. Wie man hier sieht, die Sonne geht gerade auf. Wunderschön. Es riecht nach einem tollen Tag. Heute ist auch wirklich, wenn ich jetzt heute an der Kreuzung zu Hospitalis gewesen wäre, hätte ich es mir echt überlegt, weil heute so ein wunderschöner Tag werden soll. Keine Wolken, nur Sonne. Wunderschönes Wetter. Aber ich bin noch zu weit weg davon. Das schaffe ich heute nicht. Das ist zu anstrengend. Manche machen das wirklich heute. Manche Pilger, die lassen sich im Taxi irgendwie hinfahren, machen dann die Hospitalis und dann lassen sie sich wieder irgendwie zurückfahren. Was ich total albern finde, aber gut. Jeder wie er will. Aber ich mache das jetzt heute, dass ich die 26 oder 27 Kilometer nach Pola de Alande gehen werde. Wow, es ist so schön gerade. Das Licht ist wunderbar. Ich freue mich auf den Tag heute. Es wird lang und anstrengend, aber ich freue mich sehr. Ich bin gut ausgerüstet, ich bin fit, obwohl ich nicht viel geschlafen habe in der Herberge. Wie immer. Aber das wird ein guter Tag. Gestern war gut, heute wird besser.
gerade immer noch am Absteigen und mir ist gerade ein Gedanken gekommen, den ich kurz teilen möchte. Und zwar, ja, viele oder eine Standardfrage, die man hier immer bekommt, wenn man unterwegs ist, ist, warum gehst du den Weg? Warum machst du das? Warum tust du dir das an? Ja. Und das ist eine berechtigte Frage. Und ich glaube, bevor man sich auf den Weg macht, sollte man sich überlegen, warum man das macht oder was der Grund ist. Und ich glaube, die allerwenigsten tun das heutzutage wirklich aus religiösen Gründen, weil die unbedingt diese Pilgerfahrt oder Pilgertour machen wollen, sondern aus vielleicht spirituellen Gründen generell, vielleicht auch aus sportlichen Gründen, vielleicht auch aus Selbstfindungsgründen. Und ich habe mich gerade gefragt, warum ist das so? Warum macht man das so? Und ich muss gucken, wo es hier lang geht. Camino, hier entlang. Und ich glaube, ein Grund ist, dass der doch immer gleiche und sehr einfache Tagesrhythmus gibt einem eine ganz besondere Struktur. Man steht relativ früh auf, meistens gegen 6, 7, spätestens um 8, wenn überhaupt so lange. Und dann ist man eben, ja, seine 6 Stunden unterwegs. Und ein Teil ist auch des ganzen Spiels, dass man eben auch mit den Wehwehchen und Zipperlein zurechtkommt. Die Beine tun weh, die Füße tun weh, der Rücken tut weh. Und man muss trotzdem weitermachen, man muss sich durchbeißen. Das ist ja auch so ein bisschen so ein sich selbst beweisen, dass man das schafft und dass man das hinkriegt und dass man diesen Widrigkeiten trotzt. Also so ein bisschen diese selbst an die Grenzen gehen ist definitiv auch ein Aspekt davon. Und natürlich ist es so, dass man hier eine Menge Zeit hat zum Nachdenken. Gerade wenn man ein bisschen weniger populären Weg geht, wie jetzt den Primitivo oder auch andere. Also ein bisschen alle außer der Frances und der Portugues im Sommer oder so, da ist schon relativ voll. Aber hier hat man schon auch einfach seine Ruhe, wenn man das möchte. Was ganz cool ist, und einfach im Laufen kommen einem neue Gedanken. Gehen wieder weg, kommen wieder zurück. Also es ist eine gute Möglichkeit, einfach auch seine Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen und über bestimmte Themen, wenn man die mitbringt, einfach zu reflektieren. Und vielleicht noch ein weiterer Grund ist, dass man auch interessante Leute hier trifft, aus allen möglichen Nationen, mit allen möglichen Beweggründen, von europäischen Kollegen bis hin zu Brasilianer hatte ich jetzt heute gesehen, Neuseeländer waren hier schon, also alle aus der ganzen Welt kommen die her, um diesen Weg dann zu gehen, was ich schon krass finde, was sie für eine lange Anreise in Kauf nehmen. Und die bringen halt auch ihre eigenen Beweggründe und ihre eigene Geschichte mit. Also der Austausch mit anderen ist schon auch ein wichtiger Aspekt hier beim Camino. Aber jeder sollte für sich seinen eigenen Grund finden und den hier mitbringen. Und es gibt da auch so einen Spruch von den großen amerikanischen Fernwanderwegen, wo es immer heißt, the trail provides. Der Weg stellt dir das bereit, was du brauchst. Oder auch der Camino gibt dir nicht, was du suchst, sondern was du brauchst. Also man kann hier nicht mit einer vorgefertigten Erwartungshaltung hergehen. Man muss auch offen sein für neue Eindrücke, für neue Entwicklungen, für unerwartete Dinge. Das ist auch so ein bisschen eine Sache, wo man einfach spontan sein muss, weil man in der Regel morgens weder weiß, wo man genau ankommt, noch wo man schlafen wird, noch wo man was zum Essen findet oder was zum Trinken. Das ergibt sich einfach. Das ist auch ein bisschen eine Übung, um Vertrauen zu haben, dass sich schon irgendwas ergeben wird und dass die Menschen, die man trifft, dass die freundlich sind und dass die nett sind, dass sie einem helfen und dass die einen Notfall irgendwo hinbringen oder einem Wasser geben oder was man halt braucht. Und das ist auch eigentlich immer der Fall. Das ist eine ganz schöne Erfahrung, die man dann auch mitnimmt.
das ist hier die Stelle, wo man sich entscheiden muss. Entweder man geht jetzt hier nach oben zur Hospitalisroute, die geht hier entlang, oder man geht die reguläre Route nach Pola de Alande, die gehe ich, da bin ich mich für entschieden. Und das Wetter hätte es zwar noch zugelassen, jetzt heute da rüber zu gehen, aber dann hätte ich mit dem Taxi zurückfahren müssen. Das machen irgendwie zwei Mitpilgerinnen. Die haben sich dafür entschieden, jetzt hier die Hospitalisroute heute zu machen. Und dann, wenn die Route wieder mit dem normalen Weg zusammenkommt, mit dem Taxi zurückzufahren zu meinem finalen Ort. Aber das ist nicht, was ich machen wollte. Ich möchte hier alles zu Fuß gehen. Und deshalb gehe ich jetzt nochmal die, schätze mal nicht mal mehr 2 Stunden weiter nach Pola de Alande. Und ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung, weil guck mal hier, was das für ein schöner Weg ist. Schön durch den Wald, es ist nicht so heiß, alles gut. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen und ich bin sehr zufrieden damit. Genau. Hier sieht man auch nochmal die Landschaft. Es ist ein wunderschöner Tag. Der schönste Tag bisher. Wirklich keine Wolke am Himmel. Schönes, warmes Wetter. Perfekt. So, ich bin jetzt gerade auf dem höchsten Punkt heute, zumindest von meiner Strecke. Hier oben sieht man die, wahrscheinlich ist das die Hospitalisroute hier oben rum. Die ist nochmal im Peak 400 Meter höher. Aber ich muss sagen, meine Strecke war auch ganz schön auf und ab und vor und zurück und hinten und vorne, das war auch ganz schön anstrengend. Und ich bin jetzt wirklich froh, wenn ich jetzt hier ankomme. Und hier geht's. Oh, hier ist nochmal ein Schild. Hier zeigt es an, die letzten 2,6 Kilometer bis es hier dann in Alto de Lavadoria bin ich gerade und Pola de Alande hier oben, da möchte ich hin. Das ist zu schaffen, das kriege ich hin. Endspurt, Abstieg von, hier unten sieht man es, von 806 Meter runter auf knapp 525 Meter. Also nochmal ein guter Abstieg, ich habe meine Stöcke hier am Start und das ist der letzte Push für heute. Kriegen wir hin. Uhr war ich schon unterwegs, also knapp vor Sonnenaufgang. Und ja, ist schön, es ist noch relativ kühl, aber trotzdem sehr feucht durch den Regen. Und ich warte jetzt einfach nur, bis ich von dieser Landstraße mal runterkomme. Das wäre ganz cool. Und dann geht es einen sehr, sehr strammen Anstieg hoch für die nächsten 5 Kilometer. Da bin ich schon gespannt. Ach, und hier geht's schon runter. Guck mal. Da sagt man es gerade. Seht ihr vielleicht nicht. Ich suche das mal irgendwie. Ja, sieht man nicht. Camino. Hier runter. Alles klar. Los geht's. Jetzt hat es doch in der Tat angefangen zu regnen. Obwohl das natürlich nicht vorhergesagt war. Ungefähr, schätze ich mal, bei der Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr als der Hälfte von dem Aufstieg. Und es regnet nicht stark, aber nur, dass man schon mal Regenklamotten anziehen muss. Ich habe ja auch keinen Handyempfang, um groß zu checken, wo ich jetzt genau bin. Ich ziehe jetzt einfach durch und laufe jetzt hier weiter
auch wenn es so schön angefangen, aber jetzt ist alles grau und zugezogen und dieser Regennebel hängt tief und ja, ein bisschen schade, aber ich ziehe das jetzt durch und versuche die Etappe heute schnell abzureißen, um mich dann trocken zu legen. Hi Leute, ich melde mich mal gerade ganz kurz. Ich bin hier oben auf dem Peak und es ist eine richtig krasse Bedingung. Es ist arschkalt, es ist windig, es ist Nebel, man sieht den Weg fast nicht, also richtig heikel. Hospitalärersroute wäre heute unmöglich gewesen. Ich versuche jetzt auch hier schnellstmöglich runterzukommen. Es ist wirklich krass, was für Bedingungen hier sind. Ich drehe mal kurz rum. Hier sieht man nichts. Hier sieht man ein bisschen den Weg, aber dann ist schon wieder super. Also richtig heftig, richtig heftiger Wind, kalt. Ich versuche hier schnell weiterzukommen. Aber heute ist echt wettertechnisch die krasseste Etappe, richtige Herausforderung. Ich habe Mühe, den Weg zu finden. Und ich gehe jetzt auf jeden Fall stetig weiter, mache keine Pause, das ist sonst zu gefährlich. Ich habe jetzt den Peak hinter mir gelassen. Und je weiter man runterkommt, daher der Wind auch, hat auch ein bisschen aufgehört, der Nebel ist noch da. Ab und zu kommt mal so ganz kurz die Sonne durch, aber auch nicht lange. Und ja, ist immer noch recht frisch. Bin jetzt auf dem Weg in den einzigen Ort auf der heutigen Etappe, wo es hoffentlich eine offene Bar gibt, wo ich was Warmes zum Trinken kriege und mich umziehen kann. Das ist ein Lugo. Und jetzt geht es hier nochmal nach oben. Also ich bin für heute echt bedient. Das Wetter ist wirklich ganz, ganz schlecht. Naja, nicht ganz schlecht. Es ist schlecht. Es regnet gerade nicht, Gott sei Dank. Ich habe trotzdem noch meine Regenjacke an. Und ja, aber so richtig Spaß macht das heute nicht. Und es ist auch wirklich anstrengend. Also Camino Primitivo ist definitiv kein Kindergartenweg. Und ja, man muss sich da wirklich schon überlegen, ob man sich das zutraut, weil das hier ist schon relativ anspruchsvoll, vor allem wenn das Wetter nicht so mitspielt. Aber ich kann mir vorstellen, bei Sonnenschein und bei gutem Wetter hat man hier mega geile Ausblicke ins Tal. Heute sieht man kaum den Weg vor sich. Und ich glaube, ich hoffe, wenn ich diesen Anstieg hinter mir habe, ist es für heute auch mit den positiven Höhenmetern getan. Vorhin habe ich ein Schild gesehen, ungefähr 4 Kilometer bis Lugo. Das ich jetzt durch, habe gerade echt keinen Bock mehr, aber das sind auch die Momente, in denen man sich selbst beweisen kann, dass man das wirklich will, indem man durchzieht, indem man nicht die Straße nimmt, sondern versucht hier weiter zu gehen. So, was haben wir hier? Tor, geht's durch. Okay Leute, oh. Einen wunderschönen guten Morgen vom Camino Primitivo, Tag Nummer 6 ist es heute. Und wir haben jetzt ungefähr 20 nach 8 und schon wieder on Tour nach einer relativ mittelmäßigen Nacht in der Herberge von, ich weiß nicht genau wie der Ort heißt, Bertuccio oder so ähnlich, kleiner Ort. Und bin auf dem Weg nach La Mesa. Aber wie immer gibt es erstmal jetzt ein Fazit vom gestrigen Tag. Gestern war ja wirklich ein krasser Tag, muss man echt so sagen. Wie sich der Tag entwickelt hat, zu Beginn war ich sehr positiv. Das Wetter sah vielversprechend aus, dann fing es an zu nieseln. Und auf einmal, je höher man kam, desto krasser wurde es. Da gab es starken Regen. Und es war neblig, man hat nichts mehr gesehen, es war windig ohne Ende. Es waren wirklich widrige Bedingungen, es war überhaupt nicht schön zu gehen. Dann hatte auch diese Bar noch zu in Lugo, die gibt es nicht mehr. Das heißt, es gab keine Möglichkeit für mich, mal eine Pause zu machen. Ich kam dann auch erstens relativ früh, aber auch sehr erschöpft an. Und ja, das war alles nicht so optimal gestern. Vor allem, weil das eigentlich landschaftlich mit die schönste Etappe sein sollte durch dieses Tal und dann auch oben
der Abstieg von dem Plateau, davon habe ich nicht viel gesehen. Und gestern Abend kamen auch noch wirklich einige Pilger an, die sogar die Hospitalis-Route gegangen sind. Das war wohl noch schlimmer, weil natürlich da läuft man oben auf diesem Grat nicht nur, wie ich vielleicht, eine Stunde, sondern 3 Stunden. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und die meisten, zum Beispiel der Martin aus Bayern, den ich da gestern kennengelernt habe, der ist auch dann von oben mit dem Taxi runtergefahren, weil das dann auch irgendwann zu krass war und dann der Abstieg durch die Nässe und so auch sehr beschwerlich. Naja, das heißt, gestern war so ein bisschen ein Durchbeißen angesagt. Das war auch wirklich, glaube ich, der schlechteste Tag von allen, den man sich hätte aussuchen können. Aber ja, das ist halt auch so auf dem Camino. Man kann sich nicht immer raussuchen, wann man welchen Tag auch wirklich, oder welche Etappe an welchem Tag stattfindet und wie die auch sozusagen landschaftlich ist. Aber naja, ich bin auf jeden Fall froh, dass das jetzt durch ist und jetzt heute ist, ich hoffe, ein bisschen was Kürzeres dran. Es sind ungefähr 20 Kilometer mit einem starken Abstieg zu einem Stausee und dann zu einer etwas größeren Kleinstadt am Fuße von diesem Stausee. Sollte mich so 4 bis 5 Stunden brauchen. Und ja, trotz des bescheidenen Tages gestern bin ich eigentlich ganz guter Dinge. Die Herberge war extrem voll, 23 Betten oder so und alle belegt. Das heißt, war auch ein schöner Brutkasten, in dem wir da heute Nacht lagen. Aber ja, der Morgen entschädigt. Es ist kalt, es ist frisch, aber jetzt nicht unangenehm. Es ist angenehm frisch. Temperatur ist wahrscheinlich so zwischen 12 und 14 Grad, schätze ich mal. Es klart schon auf. Ich hoffe, dass es heute besser wird als gestern, dass ich meine Regensachen im Rucksack lassen kann. Willkommen und guten Morgen zu Tag Nummer 7 bereits. Das Camino Primitivo. Ich bin heute früh gestartet in Grandas Salime. Bei einem ganz prima Hotel, habe mir so ein Einzelzimmer gegönnt für 35 Euro. Aber das war es wirklich wert. Das Hotel war super schön. Ich konnte meine Wäsche waschen. Ich hatte einen Balkon, ich hatte ein grandioses Frühstück gerade mit frisch gepresstem Saft und allem, was dazugehört. Und das war wirklich mal bitter nötig nach der Herbergsnacht. Und ja, jetzt geht's gerade krass hoch. Aber erstmal vergessen, Fazit von gestern, Fazit von Tag Nummer 6. Gestern mal ganz klar so ein bisschen ein Highlight, der Staudamm, an dem man vorbeikommt. Man steigt erst nochmal nach Bellocedo nochmal auf. Da kommt La Mesa, da ist auch nochmal eine Herberge, die ganz gut sein soll, die mir nicht geantwortet hat. Ihr erinnert euch, dann geht es nochmal bergauf. Dann kommt man durch den abgebrannten Wald von, keine Ahnung, 2016, 17, wo der große Waldbrand war. Da stehen verkohlte Bäume, das ist jetzt nicht so prickelnd, aber irgendwann bekommt man dann einen ganz tollen Blick auf den Stausee und steigt dann auch nochmal, ich glaube, 750 Meter ab zu dem Stausee und überquert die Staumauer. Das ist wirklich, das ist toll, das ist interessant, das ist schön, das ist kurzweilig und dann danach, nach dem Staumauer, kommt auch direkt so eine Bar von einem Hotel, wo man sich hinsetzen kann und einen schönen Blick über den Stausee hat. Also das ist wirklich ganz toll und danach ist auch nicht mehr weit. Schluss. Das ist also alles sehr, 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 sehr schön. Der Tag war gestern nicht lang, knapp 20 Kilometer. Aber das tat auch mal gut. Heute sind 25, 26 Kilometer, ein bisschen mehr. Und ja, also der Tag gestern Rundweg hat mir gelungen. Es war warm, es war schön. Und ja, war ein toller Camino-Tag mit Gesprächen, netten Leuten, einer guten Pause, einem interessanten Weg. Und heute geht es weiter. Es war jetzt ein bisschen windig, aber es wird, glaube ich, heute wieder richtig schön.
Und ich bin motiviert, bin so ein ganz kleines bisschen angeschlagen. Gesundheitlich ist ein bisschen so eine ganz winzige, unterschwellige Erkältung. Ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich jetzt dann in einer richtigen Erkältung manifestieren werde. Mal gucken, aber ich bin guter Dinge. Der Weg soll heute nicht so krass schwer sein, auch wenn wir, glaube ich, am zweithöchsten Punkt des ganzen Weges vorbeikommen, aber der Aufstieg ist über mehrere Kilometer verteilt, deswegen nur mäßig anstrengend. Aber ich berichte auf jeden Fall und kriege jetzt erstmal noch ein paar Kilometer unter die Füße, bevor es hier weitergeht. So, hallo und guten Morgen zum Tag 8 des Camino Primitivo von Oviedo nach Santiago de Compostela. Heute früh, es ist ungefähr kurz nach 8:30 Uhr, melde ich mich von der Strecke von Sagrada nach, keine Ahnung wohin, mal gucken, wie weit ich heute komme. Es gibt noch kein fixes Endziel. Es ist heute früh wirklich sehr, 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 sehr feucht und neblig und regnerisch. Ich habe zwar jetzt keine Regenklamotten an, weil es nicht krass von oben regnet, aber die Luft, die steht wirklich, die ist ganz, ganz nass und feucht. Und ja, ich bin euch noch ein Fazit noch mal ein bisschen schuldig von gestern. Wie der Tag gestern noch so gelaufen ist. Und zwar war die Unterkunft sehr, sehr gut. Es gab danach auch nochmal ein wirklich extrem gutes Essen in einem kleinen Restaurant, in dem ich heute früh auch nochmal direkt gefrühstückt habe. Das war wirklich lecker und gut, beides, das Abendessen und das Frühstück. Und gestern war ja Sonntag, aber da hatte in dem Ort quasi irgendwann ab 6:30 Uhr ein einziger Supermarkt war da dann da offen. Und da haben sie auf einmal alle auf diesen Supermarkt gestürzt, der war so voll. Ich glaube, da war noch nie so voll, dieser Supermarkt. Da waren wirklich 15 Leute drin auf, keine Ahnung, 20 Quadratmetern Supermarktfläche. Und das war sehr lustig. Jeder hat sich eingedeckt mit Chips und Obst und Wasser und Schokolade und alles Mögliche. Und ja, gestern war es ja leider auch so, dass dann auf der Passüberschreitung von dem Alto de Acebo oder Acebo, dass es dort relativ nass und windig war. So ein bisschen ein Thema aktuell, dass es nie so richtig aufklart, wenn man in die höheren Lagen kommt. Und hoch ist es hier nie so hoch. Das sind 1000 Meter, 1100 Meter maximal. Und das hat das Ganze so ein bisschen, ja, nicht schwierig gemacht, aber es wäre halt schön gewesen, wenn man ein bisschen mehr gesehen hätte. Danach kam dann gleich so eine lustige, urige kleine Bar mit einem Barmann, der hier sicherlich nichts hat aus der Ruhe bringen lassen. Da ist alle 5 Minuten die Sicherung rausgeflogen, wenn er Kaffee gemacht hat oder wenn er jetzt gleichzeitig Musik anhatte und eben die Kaffeemaschine. Und ja, das war ganz lustig. Ich muss hier kurz über eine Straße aufpassen, dass ich hier nicht überfahren werde. Jetzt hier rüber. So. Genau, also alles in allem war das ein ganz lustiger Tag. War auch gegen Ende noch mal ein bisschen anstrengend, der Aufstieg nach A von Sagrada. Das ist dann wirklich nochmal so am Ende, so man denkt so, ja, man ist irgendwie schon gleich da. Und dann kommt nochmal hier so ein bisschen ätzender Aufstieg von, keine Ahnung, einer halben Stunde. Ist nicht so lang, aber man denkt sich dann, okay, muss nicht sein. Gut, heute wie gesagt wieder sehr nass und regnerisch. Ich habe eigentlich gehofft, deswegen bin ich auch optimistisch angezogen, dass es irgendwie aufklart, dass die Sonne es schafft, diesen Sprühregennebel wegzubrennen. Mal gucken, wir haben es wie gesagt erst 8:30 Uhr.
Und der Weg an sich ist sehr schön, geht immer mal wieder über eine Straße oder so entlang der Straße, immer wieder links, rechts dran vorbei. Aber das ist alles ziemlich cool. Es geht, wie gesagt, es stehen heute mindestens 25 Kilometer an, vielleicht sogar 30, je nachdem, wo ich am Ende rauskomme, weil ich Lust habe oder wo ich übernachten möchte. Das wird sich später zeigen. Jetzt ziehe ich erstmal noch ein paar Kilometer ab. Gutes Frühstück hatte ich ja. Von daher Energielevel ist hoch, Motivation mittel, aber ist auch so was ganz Geiles hier ab. Ich bin ja, ach so, noch eine wichtige Sache, die ich gar nicht erwähnt habe, und zwar habe ich gestern ja die Grenze überschritten von Asturien nach Galicien. Das heißt, ich bin jetzt im finalen Distrikt, wo auch Santiago de Compostela liegt. Und das Interessante ist, dass ab hier sich die Wegmarkierung verändert. Mal dann solche kleinen Monolithen, wo eine Jakobsmuschel drauf ist und dann ein Pfeil, in welche Richtung man muss, also sehr, sehr explizit. Und das zweite Besondere ist, dass darunter immer eine Zahl steht, und das ist die Zahl, Kilometeranzahl, die es noch braucht bis Santiago de Compostela. Und ich habe heute gerade jetzt irgendwie vor ein paar Minuten oder so die 150 Kilometer Marke unterschritten, das heißt, es sind weniger als 150 Kilometer bis zum Ziel. Das ist immer so ein bisschen motivierend, wenn man das sieht. Genau, also Endspurt ist wie gesagt eingeläutet. Ich brauche jetzt noch eine Woche, schätze ich mal. Ich glaube, ich komme am Samstag oder Sonntag in Santiago an. Und ja, jetzt regnet es mir ein bisschen mehr. Ich packe die Kamera mal weg. Wir sehen uns später. So, hier vorne sehen wir mal ein Pilger, der mit dem Pferd unterwegs ist. Das ist ganz selten, das sieht man nicht so oft. Ich hoffe, das kann man hier so ein bisschen erkennen. Vor den beiden normalen Pilgern reitet ein Kollege und der ist nach Santiago mit dem Pferd unterwegs. Das geht auch zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Pferd. Wie man hier vielleicht sieht, das Wetter ist heute richtig beschissen. Der Nieselregen hat sich ausgebreitet. Es ist nass, es ist anstrengend, man sieht nichts, es ist neblig. Allgemein ziemlich demotivierend, wenn man mich immer so anguckt. Ja, so sehe ich aus. Eingepackt in meiner Jacke. Es ist Gott sei Dank nicht besonders kalt, aber die Motivation leidet natürlich schon darunter. Und ich habe auch mein ganzes Zeug, mein Handy, meine Geldbörse und alles ist im Rucksack verstaut. Halbwegs regensicher, das heißt, ich weiß nicht mehr, wo ich gerade bin. Ich laufe einfach weiter und weiter und weiter und hoffe, dass ich irgendwann ankomme. Vielleicht ein kleiner Tipp, falls ihr das interessiert, dass der Podcast, der Jakobsweg-Podcast, in der Tat von Sebastian Panholzer, das ist ein Radiomoderator aus Bayern, aus München, der den Camino Portugues gegangen ist und dann auch jeden Tag so ein bisschen im Podcast-Format Audio-Aufzeichnungen gemacht hat. Und das Ganze könnt ihr euch beim Podcast Dienst eurer Wahl reinziehen. Ich mache das bei Spotify, aber es ist bestimmt auch bei Apple Podcast und bei Soundcloud oder keine Ahnung, wo ihr eure Podcasts hört, verfügbar. Ist ganz unterhaltsam, ganz kurzweilig. Er ist auch schon zum zweiten Mal unterwegs, von daher kriegt ihr von ihm auch ein paar ganz gute Tipps. Von mir bekommt ihr auch nochmal ein paar ganz gute Tipps. Aber ja, also als kleiner Tipp, Kollege Panholzer macht das sehr gut. Hallo, guten Morgen. Ich melde mich heute mal ein kleines bisschen später. Grund ist, dass es, wie viel haben wir denn gerade? 9 Uhr genau, wir haben genau 9 Uhr. Und 9 Uhr. Und es ist immer noch, wie man hier vielleicht im Hintergrund sehen kann, wieder total neblig, regnerisch. Also dieses Wetter setzt sich jetzt in den letzten Tagen leider massiv durch. Es wird mittags immer noch ein bisschen schöner, aber so morgens ist es wirklich
Ja, ein bisschen Depri, muss man wirklich sagen. Aber jetzt erstmal das Fazit zu gestern. Gestern war Tag 8. Von Ukadavu nach, wie hieß gerade die Stadt, wo ich war? Es war Ukadavu. Whatever. Wie war der Weg gestern? Er begann so ein bisschen wirklich regnerisch. Habe ich ja berichtet, dann ging es irgendwie durch den Wald, da sah man irgendwie nichts. Links und rechts nur irgendwie so eine Blase von 100 Metern, in der man was gesehen hat, war sehr neblig. Dann kam aber irgendwie eine ganz kleine, süße Bar, die war richtig cool. Da haben wir uns alle getroffen und haben alle irgendwie nochmal was gegessen, was getrunken und unterhalten. Da waren wirklich am Ende alle da, das war echt cool, war richtig voll dann danach. Und ja, nach diesem Zwischenstopp waren es dann auch nur noch, ich glaube, so gute 2 Stunden, 2,5 Stunden bis zur Ankunft in Ukadavu, wo wir gerade gepennt haben. Ich war da in einer ganz kleinen Pension, die angeschlossen war an eine Alberge, hatte ein ganz einfaches Zimmer, aber ich habe das dafür ganz gut geschlafen. Die Matratze war uralt, aber trotzdem ist es natürlich immer ganz schön, wenn man so ein bisschen seine Ruhe hat und dadurch ein bisschen mehr auftanken kann. Das Essen in der Bar, die da auch dabei war, war nicht so geil. Das war eins der schlechtesten, die ich bisher hatte, aber Gott sei Dank nicht so schlecht, dass es mir danach irgendwie nicht gut ging. Das war alles okay. Abends gab es nur irgendwie ein bisschen Brot und Fisch aus dem Supermarkt. Und heute geht es jetzt weiter nach Lugo. Das ist eine längere Etappe, 30 Kilometer. Und ich bin gerade auf dem ersten Teilstück nach Castro Verde. Und das ist auch das Wichtigste. Das hätte ich gestern auch schon gehen können, aber da hatte ich keine Lust mehr. Da wollte ich jetzt auch mal abschließen, weil es dann doch am Ende nochmal richtig steil geworden ist und auch richtig anstrengend. In einer App, die ich habe, die den Weg beschreibt, steht auch drin, dass die gestrige Etappe auf Englisch der Leg Wrecker genannt wird, also der Beinzerstörer, weil es halt eben so viel hoch und runter geht, ist wirklich nicht mehr feierlich teilweise. Ich dachte ja, ich sage ja schon seit mehreren Tagen, dass jetzt endlich die Berge vorbei sind. Ja, das stimmt glaube ich nicht, aber wirklich so langsam, ich glaube nach Castro Verde geht es wirklich eher ins Flachland über. Nichtsdestotrotz, in Castro Verde gibt es die letzte Möglichkeit, nochmal eine Versorgung zu kriegen, eine Bar mit einem hoffentlich was zum Essen, weil heute Morgen in dem kleinen Café, in dem ich war, da gab es nichts, da gab es einen Kaffee, gut, aber es gab irgendwie nichts zum Frühstücken. Unten saß die Chefin von der Herberge, vom Hotel, von der Bar, irgendwie so verschlafen an der Bar mit ihrem Kaffee und es gab irgendwie so abgepackte Muffins. Da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte irgendwas, wenigstens irgendwie ein frisches Croissant oder sowas haben. Gab's nicht. Von daher bin ich da hungrig losgelaufen heute und merke das auch jetzt schon an, dass das Gehen einfach schwerer fällt, weil man keine spontane Energie hat, die man verwerten kann. Und deswegen hoffe ich jetzt auf dieses Castro Verde. Und ich glaube, also es kommt jetzt schon Ort. Nee, das ist ja noch nicht. Das ist ein anderer. Ich dachte schon, dass ich schon da bin. Bin ich aber nicht. Das kann nicht sein, weil da brauche ich, glaube ich, mindestens 2 Stunden. Und ich bin erst knapp über eine Stunde unterwegs, da wäre ich ein bisschen schnell. Naja, von daher, ich hoffe, dass es heute wieder ein bisschen aufklärt. Lugo ist das Ziel und dort werde ich auch einen Pausentag einlegen. Ich muss mal wieder meine Wäsche komplett waschen in der gescheiten Waschmaschine und ja, will auch mal einen Tag pausieren, da ich doch sehr gut vorangekommen bin in den letzten Tagen und ich da keine Eile habe, nach Santiago zu kommen. Ich möchte eigentlich am Sonntag ankommen. Wir haben heute Dienstag, den 1. Oktober und am Sonntag möchte ich gerne ankommen, wenn es möglich ist. Okay, dann mache ich mich jetzt weiter auf den Weg nach Castro Verde und gebe später nochmal ein Update. So, hallo. Ich melde mich schon vom letzten Drittel des Tages zurück. Es läuft gut. Heute besser, als ich mir das so heute früh gedacht habe. Ich mache hier rüber
dass mein Licht besser passt. Ich halte mich kurz an. Genau, also besser, als ich mir das heute früh gedacht habe. Das Wetter ist besser geworden. Aktuell ist es nicht sonnig, aber es ist angenehm. Man kann im T-Shirt gehen. Alles im grünen Bereich. Die Wege sind viel, viel ebener als noch vor ein paar Tagen. Das heißt, man kriegt richtig Kilometer runter in der kurzen Zeit. Die Stärkung heute früh hat auch gut getan. Und ich habe jetzt irgendwie einen Zug nach Luo. Mein Hostel hat sich irgendwie auch schon gemeldet, wann ich denn ankomme, wo ich mir denke, okay, anscheinend haben die keine kein Check-in, keine Rezeption, die den ganzen Zeit offen hat. Das nervt mich so ein kleines bisschen. Ich bin auch mal gespannt, wie ich das dann hinkriege, wenn ich am übermorgen, wenn ich wieder weitergehe, früh los möchte. Mal gucken, kriege ich alles raus. Ich freue mich jetzt auf Luo, auf eine größere Stadt, das ein bisschen zu erkunden, Wäsche zu waschen, heute Abend was Gutes zu essen, vielleicht ein bisschen was Gesünderes als die letzten Tage, weniger Wurst- und Käselastig, weniger frittiert, vielleicht einen Salat, mal gucken. So, ich muss mich jetzt nochmal melden, weil vor Luo zeigt nochmal der Camino Primitivo sein hässliches Gesicht. Ich drehe mal rum. Hier geht's an der Straße entlang über 1,5 Kilometer, die auch echt viel gefahren ist. Das macht gar keinen Spaß. Das ist jetzt richtig nochmal so ein Downer. Boah. Das ist echt mega uncool. Da hätten sie sich etwas Besseres überlegen können. Stand auch gerade nochmal ein Schild irgendwie zu Auto, 8 Kilometer. Ich hoffe, dass es nicht nochmal wirklich 8 Kilometer auch zu Fuß sind. Aber das ist wirklich so, das ist auch Jakobsweg. Straßenkilometer schrubben. Und zwar an einer wirklich sehr viel befahrenen, dreckigen, lauten, ätzenden Straße. Der Weg nach Luo rein nimmt und nimmt kein Ende. Das ist so eine typische in eine größere Stadt reinlaufen Situation, die man immer wieder hat. Jetzt hier auf dem Camino Primitivo nicht so, eigentlich gar nicht, das ist das erste Mal. Aber auf dem Norte hat man das öfter mal. Bei Bilbao, bei Santander zum Beispiel, Dijon, das sind die größeren Städte, wo man dann auch eine Zeit lang reinläuft. Und hier ist auch gefühlt, nimmt das kein Ende, dieser Weg da rein. Jetzt ist es wenigstens, ich zeige euch das mal, nicht mehr so schlimm wie vorher, keine Straße mehr. Aber ja, ich laufe jetzt auch schon 1,5 Stunden oder so hier entlang. Und ja, irgendwie zieht sich das wie Kaugummi. Ich muss irgendwann nochmal an dieser größeren Straße entweder drüber oder drunter durch. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Aber ich habe jetzt auch massiv Bock anzukommen, wobei es noch gar nicht spät ist. Also wir haben es erst 20 nach 1, also noch sehr, sehr früh. Von daher weiß ich gar nicht, warum ich jetzt schon heute so früh mental schlapp mache. Körperlich geht es eigentlich noch. Die Asphaltstrecken, die sind immer so ein bisschen zehrend. Das unterschätzen die meisten. Die meisten denken, ja, Asphalt super, kann man irgendwie schnell vorankommen. Ja, aber wenn man ein bisschen stabilere Schuhe anhat wie ich und keine Laufschuhe, dann ist Asphalt ganz schön anstrengend, weil natürlich solche Wanderschuhe nicht dafür gedacht sind, auf so harten Ebenen, Untergründen bewegt zu werden. Das heißt, die geben da nicht großartig nach, die federn nicht großartig und das ist einfach anstrengend für die Gelenke und für die Sehnen und für die Muskeln und das ermüdet sehr schnell und es tut sehr schnell irgendwas weh. Ja, ich habe jetzt auch seit heute früh gar keine Pause mehr gemacht, weil ich jetzt hier durchziehen wollte. Ich muss mal schauen, je nachdem, wie ich jetzt dann in Luo ankomme und einlaufe und alles Mögliche, esse ich jetzt dann direkt gleich was auf dem Weg zum Hostel oder ich breite mich erstmal aus und dann müsste ich aber eigentlich auch direkt die Wäsche schon machen. Keine Ahnung, wie ich es mache. Das sind so die Pilgerprobleme, die man hat. Reihenfolge Essen, Wäsche waschen, schlafen. Ich habe ja morgen noch einen ganzen Tag Zeit, um jetzt sieht man mich nicht mehr. Was ist das für ein Blödsinn?
So, hier bin ich wieder. Um Lugo zu besichtigen und die Stadtmauer und die Kathedrale und was es auch immer alles da zu sehen gibt. Also da habe ich noch morgen genug Zeit. Und jo, jetzt heißt erstmal durchziehen die letzten, hoffentlich nicht mehr so lange. Und was auch interessant ist, ich zeige euch das mal hier. Galizien ist ja immer angeschrieben, wie lange bis Santiago. Und wenn ihr mal guckt hier unten, da sieht man schon 104 Kilometer nur noch, also gar nicht mehr weit. Endspurt angesagt. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass bei Lugo schon diese 100er Marke erreicht wird. Also entweder erreiche ich sie heute sogar schon, kann mir nicht vorstellen. Aber allerspätestens natürlich, wenn ich aus Lugo rausgehe. Interesting. Beim Norte war das noch so ein Riesen-Event, da war der Stein nochmal besonders markiert und geschmückt und jeder hat ein Foto gemacht. Mal gucken, ob das hier auch so ist. Hallo und guten Morgen. Ich melde mich vom 10. Lauftag, aber vom 11. Pilgertag. Ich habe gestern in Lugo einen Restday eingelegt. Habe einen Tag genutzt, um ein bisschen auszuruhen, mir Lugo anzuschauen. Deswegen gibt es jetzt eine Menge zu tun. Erstens möchte ich nochmal den 9. Tag Revue passieren lassen, von Ocadavo nach Lugo. Ocadavo ist wirklich ein Ort, ein kleines Dorf, das es mir nicht besonders angetan hat. Ich fand, das ist wirklich sehr trist und öde. Es gibt zwar irgendwie 3 Herbergen oder so, aber ansonsten ist das ein sehr unsympathischer Ort. Hat auch nicht so viel Charakter. Ich bin dann früh morgens los. Ich versuche nach einem Kaffee. Gab es irgendwie nichts, das heißt, ich bin einfach so los. Und dann hat es auch wieder geregnet und es war neblig. Das ist auch so ein Thema, was jetzt hier auch sich nicht mehr verbessert. Und dann, als die Stimmung schon drohte, so ein bisschen runterzugehen, bin ich kurz vor Castro Verde an der Kirche vorbeigekommen und da stand davor so ein Imbisswagen, wie aus dem Nichts. Einfach ein Imbiss mit einem super netten und coolen Verkäufer, auch sehr geschäftstüchtig, hat gleich gesagt, die Kirche ist offen und da gab es auch davor Tische und Stühle zum Hinsetzen, also richtig gut gemacht. Dann habe ich mir irgendwie so ein Bocadillo bestellt und dann meinte er, guck dir die Kirche an, ich bring dir das, und dann war ich drin, war auch eine sehr schöne Kirche, kam raus, hatte schon das warme, getoastete Bocadillo mit Käse und Schinken vor mir stehen, habe noch ein Stück Kuchen gegessen und einen Kaffee getrunken, das war der Hammer. Also das war eine kleine Oase und lustige Anekdote, der Typ, der diesen Imbiss betreibt, ist sogar als Foto in dem Outdoor-Pilgerführer von Raimund Joos, da hat ihn da scheinbar irgendwann mal fotografiert und da ist er sogar drin, mit Foto, also ein richtiger VIP, und hat er mir auch sofort gezeigt, damit ich das auch sehe und weiß, mit wem ich es da zu tun hatte. Genau, und ab dann war dann so ein bisschen die Motivation wieder oben. Es ging ganz viel irgendwie über ländliche Gegenden, kleine Dörfer, ohne große Infrastruktur, keine Bar, nichts. Also einfach nur ein paar Häuser und ein bisschen Landwirtschaft drumherum. Ab und zu ging es dann auch mal durch den Wald. Also es war so das typische Mischmasch zwischen Dorf und Waldwegen, Feldwegen.
Und ja, gegen Ende war dann so das erste Mal auf dem Primitivo so dieses Einlaufen in eine größere Stadt. Das ist immer so ein bisschen ätzend, weil das zieht sich dann so hin. Da kommt meistens viel über Straße. Das war dort auch so. Ich glaube, fast 2 Kilometer musste man da an einer echt viel befahrenen Landstraße entlang. Das war so ein bisschen uncool. Aber ging auch irgendwie. Und dann habe ich nochmal 2 Kollegen getroffen, mit denen ich dann reingelaufen bin nach Lugo. Und die Stadt ist wirklich ziemlich schön. Also von das Außenrum ist nicht so schön, aber es gibt halt den alten Stadtkern mit einer mittelalterlichen Mauer, die komplett drumherum führt, auf der man übrigens auch entlang laufen kann. Und ja, dann hatte ich noch Probleme mit meinem Hostel. Ich hatte ausgemacht mit dem Host, dass ich zwischen 2 und 3 dort ankomme, habe ich extra noch mal vorher geschrieben. Und es war 20 nach 2. Und der Typ war nicht da. Klingeln hat nicht funktioniert, Telefon hat nicht funktioniert. Das heißt, da war irgendwie alles tot. Da war ich schon mal ein bisschen angenervt. Und habe ihn dann auf die Mailbox gequatscht. Und irgendwann, nach ungefähr 45 Minuten, kam er dann mal an. Und ja, hat irgendwie seinen Sohn irgendwie in der abholen müssen, was weiß ich, auf jeden Fall. Naja, ich war dann endlich in dem Hostel. Das war dann auch an sich ganz okay. Vor allem der Fakt, dass ich in einem 5er Schlafsaal alleine war. Habe das auch gleich für 2 Tage gebucht. Genau, und dann habe ich mich abends nochmal in so einem Burgerladen getroffen mit 3 anderen Pilgerfreunden. Das war also eine sehr, sehr schöne Sache dann. Und vom Rest Day gestern habe ich jetzt nicht viel aufgenommen, weil ich wollte auch mal Pause im Aufnehmen machen. Aber ich erzähle dann gleich nochmal was über Lugo, die Stadt, was ich darüber denke und nochmal ein paar mehr Details auch über die Kathedrale und das Fest, was auch jetzt hier am Wochenende stattfindet, wo schon die Aufbauarbeiten stattgefunden haben. Aber jetzt geht es erstmal weiter zur nächsten Etappe nach Ferreira oder so ähnlich. Unter 100 Kilometern, genau, noch ein wichtiges Ereignis. Gestern wurden die 100 Kilometer Marke durchbrochen. Beim Camino del Norte ist das so ein riesen Event mit einem extra Stein, wo alle ein Foto machen. Und so hier ist das so, du bist ja irgendwie 101 Kilometer und dann kommt immer 99. Also es wird gar nicht so richtig ordentlich marketingtechnisch ausgeschlachtet wie beim Norte. Anyway, ich bin guter Dinge. Ich habe auch ein paar neue Schuhe. Erzähle ich auch nochmal in dem zweiten Teil über Lugo. Aber jetzt gehe ich erstmal noch ein paar Kilometer runter wandern, runter pilgern. Und dann gibt es später nochmal ein Update. Ja, jetzt bin ich jetzt schon knapp 2,5 Stunden in den Tag hinein gelaufen und ja, in der Tat das erste Mal, dass der Weg einigermaßen nett ist. Bisher ging es wirklich nur entlang an Straßen. Zwar nicht immer direkt auf der Straße, aber irgendwie an der Straße. Und hier ist es gerade so ein bisschen ein netterer Weg. Ich sag das mal ganz kurz für euch. Mal nicht in der Straße, im Wald entlang. Das ist ganz cool. Genau, aber ich habe ja versprochen, ich will noch ein bisschen was über Lugo erzählen, über die Stadt, in der ich einen Tag pausiert habe. Und es ist auch, ja, meines Erachtens die einzige größere Stadt auf dem Primitivo, in der es sich lohnt, auch mal einen Tag länger zu bleiben, weil es einfach genug zu sehen gibt. Es gibt einerseits die Kathedrale, die natürlich so ein Must-See ist. Ich habe das so gemacht, wenn man ganz früh morgens hingeht oder auch, glaube ich, ganz spät abends, kommt man da auch so rein. Ansonsten muss man da einen kleinen Eintritt bezahlen. Aber für Pilger ist das auch vergünstigt. Das kostet, glaube ich, 3 Euro, 3,50 Euro. Da kommt man nochmal irgendwie in so ein Museum und in den Turm rein. Ansonsten eben zu den Zeiten, wo auch Messe ist, nur in die Kathedrale selbst. Und man bekommt nochmal so ein Audio-Guide, das habe ich jetzt nicht gemacht.
Ja, aber die Kathedrale lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Des Weiteren gibt es in Lugo auch die Stadtmauer, die komplett erhalten ist. Da kann man auf rund 2 Kilometern komplett um die Stadt rumlaufen. Da gibt es immer wieder Stellen, wo man hoch und runter gehen kann. Das ist ganz cool, definitiv. Alles außerhalb der Stadtmauer, der neue Teil sozusagen, der ist nicht so toll, aber innerhalb gibt es wirklich viele Dinge zu sehen, zu entdecken. Es gibt viele nette Cafés und Restaurants. Ich habe dort zum Beispiel sehr gut Sushi gegessen. Es gibt auch mal was anderes, außer irgendwie nur Bocadillo und Tortilla und Schinken. Wir hatten zum Beispiel am ersten Abend auch einen guten Burgerladen, der war wirklich lecker. Also man kriegt ein bisschen mal anderes Essen, was man sonst so gewohnt ist. Und man kann auch verschiedene Museen besuchen, verschiedene Gebäude, die man anschauen kann. Ich habe es eher so ein bisschen ruhig gemacht, habe mir ein paar neue Schuhe in der Tat gekauft. Ich bin ja quasi im ersten Teil mit halb hohen Wanderschuhen gelaufen, wasserdicht. Was auch sehr gut war, würde ich auch empfehlen, würde ich immer wieder so machen, weil der erste Teil, der ist wirklich teilweise sehr, sehr bergig. Da braucht man ordentlichen Grip. Da ist viel Schlamm und Matsch und da ist man froh um erstens stabile Schuhe, zweitens Schuhe, die ein bisschen höher sind und den Knöchel auch schützen und natürlich auch wasserdichte Schuhe, weil man oft auch irgendwie durch, wie gesagt, Matsch oder Wasser oder sonst irgendwas durchläuft. Da will man nicht irgendwie so einen Hauch von nichts am Fuß haben, sondern irgendwie ein bisschen Schutz. Das ändert sich jetzt, wie ich Ihnen gerade schon gesagt habe. Jetzt ist viel Straße am Start. Das ist eigentlich eine flache Wanderung und da reichen auch ganz normale, bisschen stabilere, entweder Laufschuhe, Trailrunning-Schuhe. Ich habe jetzt so ein bisschen ein paar leichte Bergschuhe, aber wirklich nur so niedrige Höhe und leichtes Material und das hilft mir jetzt auch nochmal ein bisschen schneller voranzukommen. Und die anderen Schuhe habe ich eingepackt. Die Verkäuferin hat mir dankenswerterweise eine Verpackung gegeben, eingepackt, zu Correos gegangen, zur Post, zur spanischen und das Ganze für knapp über 20 Euro, 21 Euro nach Deutschland geschickt. Dauert so eine Woche. Bin gespannt, ob das ankommt. Aber das würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr nicht mehr braucht oder wo ihr keinen Bock mehr drauf habt. Entweder, wenn es nicht so viel kostet, lasst es irgendwie in der Herberge als Spende für andere, die es vielleicht brauchen können, oder schickt es zurück, sei es Klamotten, die ihr zu viel dabei habt oder sonst irgendwas. Packt das irgendwann einfach in einen Karton, schickt das nach Deutschland, das ist günstig und kein Problem. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Genau, also Lugo ist ein empfehlenswertes Ziel, eine schöne Stadt, auch wirklich größer als gedacht. Und es brauchte auch fast eine Stunde, bis man da auch komplett wieder raus war. Also von daher ist es schon eine größere Geschichte. Genau, ich habe jetzt so gefühlt knapp Halbzeit, würde ich sagen. Ich komme wirklich sehr gut voran. Heute ist, glaube ich, so 25, 26 Kilometer auf der Uhr als Streckenziel. Und genau, es geht schon Richtung Endspurt. Die Zahlen an den Wegmarkierungen gehen langsam runter und das Ende ist wirklich in Sicht. Ich freue mich schon, ich bin auch froh, wieder heute zu laufen, wenn man so einen Tag Pause hatte. Da kribbelt es einem auch in den Füßen. Ich bin gestern auch trotzdem, trotz Pausentag, fast 15 Kilometer durch die Stadt gelaufen, weil man einfach so drin ist im Laufen und man möchte sich bewegen. Aber ist auch ein gutes Gefühl jetzt, so dass die Kilometer zweistellig sind und mit runterzählen und dann bin ich heute Abend wahrscheinlich bei 75 oder unter 75 Kilometern bis Santiago und dann ist es wirklich in greifbarer Nähe. Wir haben übrigens heute den 3. Oktober, das heißt in Deutschland ist heute Feiertag, hier natürlich nicht, Donnerstag und meine Planung sieht vor, dass ich am Sonntag in Santiago ankomme, das heißt ich habe jetzt noch Freitag, Samstag, Sonntag als Lauftage vor mir, das ist super entspannt. Ich hätte mich erst verkalkuliert und dachte, ich habe noch einen Tag weniger. Da hätte ich wirklich nochmal ab auf dem Frances nochmal durchziehen müssen, nochmal eine 40-Kilometer-Etappe machen müssen. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ich habe jetzt jeden Tag nur 20 bis 25 Kilometer.
Das ist eigentlich super entspannt, ne? Dafür habe ich auch 2 Nächte auf dem Frances. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Da bin ich eigentlich nicht so happy drüber. Aber ich gebe mir das jetzt einfach mal. Ich habe auch eigentlich, also zumindest mal beim Melide, bei dem Punkt, wo der Primitivo auf den Frances drauf stößt, habe ich schon mal eine Alberge reserviert über Booking. Und die andere noch nicht. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da auch noch eine Alberge nehme oder ob ich da jetzt noch mal ein Einzelzimmer mir gönne. Eine Pension oder sowas. Mal gucken. Ja, Hinweis für euch. Und zwar, wenn ihr nach Lugo, habt ihr 2 Möglichkeiten weiterzugehen. Eine Möglichkeit, das ist die, die ich gerade gehe, die traditionelle Variante des Camino Primitivo. Ihr geht in Primitivo ganz normal, was ist normal, ihr geht ihn weiter, wie er auch markiert ist, und kommt dann bei Melide unten auf den Camino Frances. Das ist so die straightforward Variante mit einem Zwischenstopp. Ihr könnt aber auch nach Lugo Richtung Westen, auf dem, ich glaube, heißt Camino Verde oder sowas, der grüne Weg. Und zwar kann man da rüber wechseln zum Camino del Norte, zum Küstenweg, den ich ja auch 2016 schon gegangen bin. So spart man sich einen guten Teil der Camino Frances Strecke, weil die meisten wollen, soweit es geht, diese Pilgerautobahn vermeiden. Und das geht eben, wenn man nach Lugo wechselt, den Weg sozusagen auf den Camino del Norte rüberwechselt. Das sind ungefähr, ich glaube, ungefähr 50 Kilometer, 40, 50 Kilometer. Man schafft den Wechsel nicht in einer Etappe. Man muss zwischendurch Station machen in einem Ort, der nennt sich Friol. Das ist so der natürliche Halt. Und dann kommt man eben auf den Norte und kommt damit erst später auf den Frances. So, jetzt kommt hier ein riesiger LKW. Der hält aber gerade an. Also, wenn ihr euch überlegt, das zu machen, ist das definitiv eine Möglichkeit, die ihr in Betracht ziehen solltet, wenn ihr ein bisschen weniger Frances gehen wollt. Schönen guten Morgen. Tag Nummer 12. Von Ferreira oder so ähnlich, Ponte de Ferreira, nach auf jeden Fall Melide, vielleicht sogar ein bisschen weiter. Aber erstmal ein Rückblick zum gestrigen Tage. Die Etappe war ziemlich ereignislos. Das ist so, dass das immer jetzt wirklich sehr, sehr viel Asphaltenstraße ist, habe ich ja schon gesagt. Ich schätze 75%. Das ist ein bisschen nervig. Aber ist halt so. Wenigstens kommt man einigermaßen schnell voran. Landschaftlich ist das auch eher so, geht so. Und ich merke jetzt auch schon, ich bin gestern Nacht so ein bisschen erkältet gewesen und auch heute Morgen immer noch. Motivation ist heute, hält sich in Grenzen. Ich bin, wie gesagt, überlegen, wie lange meine Etappe heute werden soll. Ich will jetzt endlich in Santiago ankommen und die Struktur der Etappen trägt auch dazu bei, dass man jetzt hier endlich mal ans Ziel kommen möchte. Ich habe gerade einen Stein, 72,151 Kilometer noch. Also es geht wirklich mit schnellen Schritten dem Ende zu. Und wie gesagt, gestern der Tag war relativ ereignislos. Das Kaff, wo ich jetzt hier war, da ist auch wirklich nicht viel. Die ersten Herbergen sind schon geschlossen. Eine hier in dem Ort, die war zu. Ob es jetzt nur für einen Tag war oder für die Saison, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber man merkt schon hier so im Oktober, da fährt man hier schon einiges runter.
die allermeisten im November, aber im Oktober ist hier schon spürbar weniger los. Und von wegen letzte 100 Kilometer, da ist auch nicht groß was zu spüren. Ist nicht viel los, wirklich nicht. Mal umschalten nach vorne. Da ist niemand. Hinten niemand. Und es ist jetzt wirklich schon 8:30. Trotzdem noch einigermaßen dunkel. Genau. Ich ziehe jetzt mal meine Kilometer runter, weil ich, wie gesagt, solange ich meine Erkältung im Schach halten kann, versuchen möchte, möglichst viele Kilometer runterzureißen, damit ich dann die letzten Etappen ein bisschen kürzer vielleicht machen kann. Ich melde mich später. Bis dann. Gran Camino. Bisher war die Strecke eher unspektakulär, aber jetzt kommen wir gerade an einem kleinen Hügel vorbei und es ist eigentlich eine sehr, sehr coole Strecke mit links ein paar Bäumen und hier drüben sieht man hier so ein bisschen, wenn man hier nach oben, so ein paar kleine Felsen und so weiter. Das ist also echt nett und das ist wirklich eine ganz schöne Abwechslung von dem Straßen- und Landwirtschaftsgebiet, weil da kam in den letzten 5 Kilometern schon sehr viel durch irgendwelche Ställe und Landwirtschaftsbetriebe. Das ist ein bisschen nervig, weil da alles so matschig ist und voller Kuhmist. Und jetzt kommen wir hier so ein bisschen in den Wald. Das Wetter ist gut. Soweit, toi toi toi, kein Regen. Und ich glaube, die Hälfte der Strecke nach Melide ist schon rum. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich weitergehen soll oder nicht. Hier entscheidet das vor Ort. Auch im Sinne von, ob man noch eine Unterkunft bekommt in der nächsten Ortschaft. Aber erstmal geht's fleißig weiter. Genau, und dann entscheide ich mich dann dort vor Ort. Was ich mache, erstmal eine Pause, auf jeden Fall. Und dann habe ich ja da in Melide eigentlich eine Herberge reserviert und da entscheide ich, ob ich die nehme. Oder, was ich eigentlich lieber machen würde, nochmal die 13 Kilometer on top nach Azua. Das ist auch die Stadt, die ich auf dem Frances sozusagen als erste getroffen habe, als ich von dem Norte gekommen bin. Die ist es nicht besonders schön, aber sie ist halt näher an Santiago. Und da hätte ich nur noch 2x20 Kilometer und nicht 1x33, 1x20. Das ist die Entscheidung, die ich jetzt fällen muss. Aktuell geht es ganz okay. Wie gesagt, heute bin ich jetzt auch nicht so super motiviert. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen da angeschlagen bin gesundheitlich. Ich hole mir gleich mal in der Apotheke Aspirin und ein paar Vitamine und werfe die ein. Aber ansonsten muss ich sagen, vorhin meinte ich ja, dass nicht viel los ist. Jetzt habe ich aber doch ein paar ganze Gruppen überholt, auch Japaner-Gruppen, und die haben alle kleinen Rucksack. Und ich glaube nicht, dass die irgendwie lang unterwegs waren. Das heißt, die sind wirklich auf Compostela-Jagd. Die letzten 100 km mitnehmen, Urkunde abgreifen und nächstes Reiseziel. Bin ich irgendwie nicht so dolle, aber kann jeder machen, wie er will. Die Regeln sind so, wie sie sind. Ich versuche jetzt hier möglichst schnell reinzukommen in die Stadt, mich dann so ein bisschen dann auszustatten, eine Pause zu machen und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Ja, willkommen beim Camino Frances, der Pilgerautobahn. Hier gibt es auch schon die ersten Merchandise-Stände und leider, es ist leider wirklich so schlimm, wie man denkt. Man kommt in dem Ort an, in Melide, kommt auf den Frances und es ist nicht das Gleiche. Es ist eine ganz andere Welt. Ich habe mich jetzt entschieden, noch mal 13 Kilometer weiter zu gehen, nach Azua. Ich habe dort was gebucht, weil ich möchte so schnell wie möglich hier von dem Frances runter. Das ist wirklich nicht so dolle, leider.
Guten Morgen. Es ist jetzt heute Samstag, der 5.10. Ich starte von Azua. Da bin ich gestern noch hingelaufen. Ich habe mich doch für die weite Strecke entschieden. Meine Erkältung macht mir ganz schön zu schaffen, leider. Ich bin irgendwie auf Schmerzmitteln jetzt, aber das muss es jetzt durchziehen. Meine heutige Etappe ist nur 20 Kilometer nach Opedruso. Und es ist jetzt schon 9 Uhr. Und interessanterweise ist außer mir gar nicht so viel los. Das überrascht mich so ein bisschen, immer sind alle viel früher los. Ich habe heute früh schon die ersten Stirnlampenpilger gesehen. Oder kommen alle später. Aber aktuell geht es sogar noch. Genau, ich versuche jetzt hier möglichst schnell voranzukommen. 20 Kilometer, wie gesagt, also 4 Stunden maximal. Ich versuche es aber langsam angehen zu lassen. Und ja, der Weg ist jetzt leider nicht mehr so schön. Aber ich melde mich natürlich trotzdem noch unterwegs und gebe euch ein paar Eindrücke mit, wie es aussieht auf dem Weg. Ja, ich bin ja noch ein Fazit zum letzten Tag schuldig. Das habe ich noch nicht gegeben. Von Ferreira, Ponta Ferreira nach Azua. Eigentlich nach Melide, aber dann bin ich noch weitergegangen. Und das ist auch wirklich so der... Sagen wir mal, der Weg hatte gestern noch zwei Seiten bis zum Camino Frances. Das ist bei Melide, war es ein typischer, sagen wir mal, Spätprimitivo, also durch ganz viele kleine Dörfer, Siedlungen, die meistens nur aus ein paar Häusern bestehen. Es war sehr viel Matsch und Kuhmist und Landwirtschaft gepaart mit irgendwie Schotterwegen und so weiter. War es nicht so krass angenehm zu gehen, aber auch nicht schwierig. Es gab einmal irgendwie so einen kleinen Hügel, der war sehr schön. Da ging man drüber, das war aber auch nur eine halbe Stunde. Ansonsten sehr ereignislos. Und dann kommt es eben auf den Frances bei Melide. Und da ist schon eine ganz andere Nummer. Da hast du Souvenirstände. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, Merchandise zu kaufen und so weiter und so fort. Das ist also schon sehr, sehr kommerzialisiert. Guten Morgen, der letzte Tag ist angebrochen. Es geht von Opedruso nach Santiago de Compostela. Und ja, das wird gut. Ich bin schon gespannt. Und ich verlasse gerade hier so ein bisschen den Ort. Es kommen mir schon natürlich tausende andere Pilger entgegen. Nochmal ein kurzes Feedback zu gestern. Gestern war der Weg ja auch nicht so lang von Azua hier nach Opedruso. Und der Camino Frances ist halt wie der Frances ist, relativ flach, trotzdem eigentlich landschaftlich ganz schön, aber halt viel zu viel los. Man rennt wirklich durch Pilgermassen hindurch, aber die Zeit ging trotzdem relativ schnell vorbei, hat mir auch gut Zeit gelassen. Und ja, das war die richtige Entscheidung, die lange Etappe vorzuziehen. Gut, jetzt geht's weiter und los. Und ich melde mich auf dem Weg bei euch nochmal zurück. Bis dann. Ja, ich habe gerade das Glück, dass ich auf dem Frances mal ein bisschen eine Pilgerlücke erwischt habe und nicht umringt bin von tausenden anderen. Und es ist ja eine Seltenheit, da, wie gesagt, dieser Weg im Speziellen und natürlich auch die letzten 100 Kilometer vor allem extrem stark frequentiert sind. Nochmal kurz zu meinem Ort, in dem ich gestoppt habe. Das ist hier ja Opedruso. Das ist jetzt kein schöner Ort, aber eine ganz gute Stelle, um den letzten Halt zu machen, da man dann nur noch knapp 20 Kilometer hat, was eine gute Entfernung ist. Und ja, viele stoppen auch am Monte de Gozo. Da kommen wir gleich vorbei. Am Berg der Freude.
Da sieht man Santiago schon und da ist eine unfassbar riesige Pilgerherberge. Wahrscheinlich die größte Spaniens, jetzt glaube ich fast 3000 Betten oder so. Keine Ahnung, wofür die mal irgendwann gebaut worden ist. Aber die ist aus verschiedenen Gründen, glaube ich, eher nicht zu empfehlen. Erstens ist riesig, ist sehr anonym. Es sind riesige Trakte. Das ist wie so eine riesige Plattenbausiedlung, sieht das aus. Und das Zweite ist, es ist halt nur 5 Kilometer entfernt. Das heißt, du stehst morgens auf, läufst eine Stunde und bist da. Und dieses Gefühl, man kommt da irgendwie ein bisschen, wenigstens ein bisschen erschöpft an, stellt sich überhaupt nicht ein. Und das ist schon irgendwie cool, wenn man da ankommt und hat das Gefühl, okay, ich bin jetzt hierher gewandert, gepilgert und ich bin ein bisschen erschöpft. Das ist eigentlich cool. Das war ja bei mir 2016 extrem. Da bin ich von Azua direkt bis nach Santiago durch. Das sind 38, 39 Kilometer. Da war ich wirklich erschöpft. Also da war ich K.O. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie es heute ist. Ich freue mich schon total anzukommen, aber irgendwie, wenn es jetzt wirklich die letzte Etappe ist, hat man auch das Gefühl, hey, so richtig will ich gar nicht, dass es vorbei ist. Und hier zeige ich euch mal, auch relativ selten, da ist das ein, jemand, der campt, hat ein Zelt aufgeschlagen. Das ist auch relativ selten, dass das Leute machen. Anyway, es sind jetzt noch 18,3 Kilometer. Und ja, es regnet ein kleines bisschen, aber das ist ja für Galizien ganz normal. Kein Grund, irgendwelches Regenequipment auszupacken. Ja, ich bin froh. Es geht gut voran. Es ist zwar Regen, aber der Weg ist einigermaßen in einem okayen Zustand. Das heißt, ich komme jetzt auch nicht voller Matsch hier an. Ich müsste jetzt dann demnächst am Flughafen vorbeikommen. Mache nochmal eine Frühstückspause, weil ich kein Frühstück hatte heute Morgen. Bin direkt los. Bin gestern Abend auch nur ein sehr leichtes Abendessen. Ich brauche eh noch 2 Stempel für heute, um mein Kredenzial vollzukriegen. Und dann geht schon in den Endspurt. Ich bin heute auch wieder besser drauf. Ich bin zwar immer noch krank, immer noch Halsschmerzen. Aber es ist auf jeden Fall besser als gestern und vorgestern. Von daher alles im grünen Bereich. Und ja, wie gesagt, dieser Weg, letzter Abschnitt auf dem Frances, den kann man sich auch nicht wirklich schönreden. Das ist schon eher Kommerz und ein bisschen anstrengend. Da spielen Leute Dudelsack, da bauen die ihre selbstgemachten Muscheln und Stempel, bieten die an. Das ist schon eher so ein bisschen wie so eine Verkaufsveranstaltung. Aber wie gesagt, heute früh, haben wir jetzt 8:45, ist alles noch einigermaßen gut. Bin gespannt, wie sie entwickelt. Bin gespannt, ob ich habe gestern nochmal 2 Deutsche getroffen, die auch mit den Frances komplett gegangen sind, von Saint-Jean-Pied-de-Pau bis eben Santiago. Die waren auch in Opetruso die Nacht. Mal gespannt, ob ich die nochmal sehe, ob ich nochmal treffe. Ansonsten ziehe ich jetzt hier das Ganze als Solo-Tag durch. Die anderen, die ich auf dem Primitivo kennengelernt habe, die sind alle gestern schon angekommen in Santiago. Die hatten einen Tag Vorsprung. Ich habe ja einen Pausentag angelegt. Deswegen hat sich die Gruppe so ein bisschen verloren. Ist aber nicht schlimm. Das passiert eigentlich öfter mal. Und vielleicht treffe ich ja noch ein paar heute, die noch einen Tag länger in Santiago bleiben. Ich selbst bleibe noch mal 2 volle Tage da. Montag, Dienstag. Heute haben wir Sonntag. Den 6., 10. Und am Mittwoch geht es zurück nach Deutschland. Ich melde mich dann nachher nochmal, wenn es was Interessantes gibt. Guten Morgen, es ist der Tag nach dem letzten Pilgertag sozusagen. Ich bin in Santiago, ich habe es geschafft. Gestern die Strecke von Opetruso nach Santiago, die war relativ kurz, 20 Kilometer, aber überraschenderweise doch weniger
sagen wir mal, Barinfrastruktur, als man das so gewöhnt war. Da war eigentlich relativ wenig auf dem Weg. Und ich war dann auch schon gegen 1:30 oder so auf dem Platz. Und da bin ich jetzt auch hier. Ich zeige euch das mal. Hier ist die Kathedrale von Santiago. Es ist früh morgens. Genau, und ich wollte so ein Abschlussfeedback geben. Es war ein super toller Weg, es war ein anstrengender Weg, es war ein vielseitiger Weg. Und natürlich gestern nochmal die letzten 20 Kilometer nach Santiago rein. Das war nochmal das Highlight, wie es immer das Highlight ist. Ich finde das ja mega toll, sich hier in die Stadt vorzukämpfen. Und da habe ich noch zwei deutsche Pilgerkolleginnen getroffen, die in Frances gegangen sind von Saint-Jean-Pied-de-Port. Und die, wie gesagt, die letzten 20 Kilometer sind Klacks, da ist keine große Steigung mehr drin. Die läuft man einfach an einem Stück durch und braucht auch maximal, würde ich sagen, 4 Stunden. Und ja, so war das. Und ich gebe euch nochmal hier beim Erzählen einen kleinen Eindruck, was hier morgens so um 8:30 los ist. Noch nicht so richtig viel. Ein paar Leute sind schon da, ein paar Busgruppen sind schon da. Wie man das so ein bisschen leider kennt aus Santiago. Da sind auch viele Touristen, die nicht pilgern. Und eben hier die grandiose Sicht auf die Kathedrale, die gerade übrigens von innen, Stand Oktober 2019, von innen renoviert wird. Ich war gestern kurz drin. Das ist wirklich eine riesige Baustelle. Man sieht überhaupt nichts von den monumentalen Ausmaßen und von den schönen Fenstern und Wandbildern und so weiter. Das ist alles verdeckt durch Baupläne. Man kann zwar das Pilgerritual durchführen, das werde ich jetzt machen, also die Apostelstatue von hinten umarmen und dann unten in die Krypta gehen. Aber viel mehr ist da nicht möglich. Da sind auch keine Messen und nichts. Die sind alle in kleineren Kirchen außenrum. Aber ich werde natürlich das Pilgerritual machen. Habe jetzt noch 2 Tage hier in Santiago. Und lass es langsam angehen. Wie man hört, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Das kommt jetzt natürlich durch, wenn man die Belastung wegnimmt. Ich muss ja heute nicht mehr groß irgendwo hin. Ja, aber das war so meine Reise auf dem Camino Primitivo von Oviedo nach Santiago de Compostela. Ich kann das nur jedem empfehlen, der da Bock drauf hat. Es ist wirklich einer der anstrengendsten Jakobswege. Ich kann jetzt auch verstehen, warum Leute das sagen. Es ist wirklich anstrengend, es ist viel hoch und runter, es ist viel Pilgern in der Gegend mit relativ wenig Infrastruktur. Man hat nicht so viele Optionen, eine Etappe abzuschließen oder anzufangen. Das ist schon relativ eingeschränkt. Kann ich sie vergleichen mit dem Frances. Ja, und letztes Mal guten Morgen aus Santiago de Compostela. Ich stehe hier nochmal auf dem Platz, wie man hier sieht. Es ist mein letzter Tag, mein letzter Morgen hier. Ich werde jetzt gleich zum Flughafen fahren und zurückfliegen nach Berlin. Die letzten 2,5 Tage, die ich hier war, waren 2 Tage sehr schön. Gestern hat es ein bisschen geregnet, aber trotzdem alles im Rahmen. Santiago ohne Regen gibt es ja fast nicht. Und ja, die Reise, der Trip, der Camino Primitivo war, würde ich sagen, voller Erfolg. Ich habe sehr viel gesehen, sehr viel erlebt. Der Weg ist toll. Die Menschen, die den Weg gehen, sind super. Wenn ich da so Geschichten höre von anderen Wegen, das hört sich teilweise schrecklich an, aber ich hatte wirklich eine gute Zeit. Und vor allem auch hier in Santiago, in dieser tollen Stadt, nochmal 2,5 Tage, die sehr, sehr schön waren. Ich verabschiede mich vom Platz vor der Kathedrale und hoffe, euch gefällt das Video. Und falls es das tut, denkt doch dran, irgendwie ein Abo dazulassen oder auch einen Daumen nach oben zu geben, damit ich weiß, dass das, was ich hier tue, bei euch auch ankommt. Gut, macht's gut. Grüße von Santiago. Bis dann. Ciao.